Moin Leute, Venom's wieder back und damit herzlich willkommen zu einem weiteren GTA 5 Online Video hier auf meinem Kanal. Rockstar Games eskaliert komplett in GTA Online und gönnt uns wirklich. Darum geht es hier in diesem Video, denn da gibt es einige Kracher. Falls du neu bist, lass ganz kurz ein Abo da, Road to 50k, und für dich ist es nur ein einziger Klick. Wenn du Bock hast, mach die Glocke an, dann verpasst du keine Videos und noch keine Livestreams mehr und gib doch jetzt schon mal gerne ganz kurz ein Like für das Video, für den Algorithmus, das würde mir sehr, sehr weiterhelfen. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein in das heutige Video. Aber wie bei jedem Video wird ganz kurz noch eine Person gegrüßt, und zwar Gruß geht raus an Leon. Er hat nämlich geschrieben, kannst du mich grüßen bitte? Und klar Leon, das kann ich machen. In dem Sinne, Gruß geht raus an dich und vielen Dank für deinen Kommentar. Ja Freunde, Rockstar Games hat komplett gegönnt. Und zwar haben sie uns richtig, richtig fette Aktionen gegeben. Die werden wir ganz kurz anschauen, ihr kennt das Format. Wir schauen uns die ganzen Angebote von der Woche mal kurz an und können da ganz kurz sozusagen bewerten oder drüber reden, was sich lohnt und was sich nicht lohnt, also von was ihr wirklich die Finger eher weglassen solltet. Und glaubt mir, es sind wirklich verdammt gute Sachen mit dabei, deswegen starten wir sofort rein. Schreib mir aber gerne jetzt schon mal kurz in die Kommentare, was hast du denn diese Woche in GTA Online schon gekauft? Nummer 1 natürlich der Galivanter Baller ST, keine Frage, der Wagen ist kostenlos, ist ja das Weihnachtsgeschenk, also wer sie den nicht, ja, kostenlos abholt, der, ja, ihr wisst schon, was ich meine. Holt euch einfach das Fahrzeug kostenlos ab. Dann geht's weiter, denn wir haben den Pfister Comet S2 am Start von 1,4 Millionen auf 845.000 Dollar reduziert und der lohnt sich tatsächlich. Der ist ja auch noch nicht allzu lange im Game, vom Fahrverhalten jetzt nicht der krasseste Wagen, aber vom optischen, ja, also für Tuning-Treffen, sieht der auf jeden Fall sehr, sehr nice aus und ihr spart euch einige 100.000 Dollar, also kann man gerne zuschlagen. Falls du aber übrigens nicht genug Geld hast, um dir diese ganzen Fahrzeuge zu kaufen, kann ich dir empfehlen, schau jetzt ganz kurz bei meinem Partner JG Gaming vorbei, denn dort gibt es gerade die Weihnachtsrabatte und zwar 40% auf alles, aber nur mit dem Code VENOM10 und du kannst dir da im Prinzip selber raussuchen, wie viel Millionen Dollar du haben willst, also wenn du richtig viel Geld in GTA sofort auf dem Konto haben willst, drück auf den ersten Link unter dem Video in der Beschreibung und benutze den Code VENOM10 für 40% Rabatt bis zum neuen Jahr noch. Weiter geht es mit dem Lamborghini Tigon, der ist von 2,3 auf 1,3 reduziert, auch hier ganz klares Ja, ihr spart euch 1 Million Dollar, der Wagen ist wirklich gut, den könnt ihr euch auf jeden Fall gerne in dieser Woche kaufen, solange er noch im Angebot ist. Kommen wir zum nächsten Wagen und zwar zum DWST 8 und jeder von euch, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der wird wissen, was ich jetzt sage, denn dieser Wagen ist mein absolutes Lieblingsfahrzeug schon seit Jahren, deswegen kann ich eigentlich wirklich nicht Nein sagen, ich kann euch empfehlen, kauft euch den, ihr spart euch gerade ca. 700.000 Dollar und für Rennen ist er wirklich mit der beste Wagen, vielleicht noch der Krieger, könnte ein bisschen besser sein, aber glaubt mir, mit dem DWST 8 könnt ihr bei Rennen wirklich einiges abreißen, also klares Ja. Wir haben den Terror bei dem Angebot, der müsste um ca. 30 oder 40% reduziert sein. Ganz klare Sache, kauft euch den, denn der Terrorite ist schon relativ wichtig in GTA. Dann haben wir den Inward Impershway Panzer von 2,2 auf 1,1 Million Dollar. Klar, man spart sich einiges, aber hier würde ich eher sagen, lasst die Finger vom Weg. Der ist relativ unnötig, also ist ein Spaßfahrzeug, wenn ihr Bock habt, okay, aber ich sag eher nein, kauft euch den Wagen oder diesen Panzer nicht. Dann geht's weiter mit der Akula, hier wieder ein ganz klares Ja, reduziert von 3,7 auf 2,2, also auch hier spart ihr euch verdammt viel Geld, 1,5 Millionen Dollar, klares Ja, dürft ihr gerne kaufen, sehr guter Heli. Kommen wir zum Ramp Buggy, von 2,4 auf 1,2 reduziert, also auch hier spart ihr euch wieder über 1 Million Dollar, deswegen Rockstar Games hatten diese Woche wirklich gut gegönnt, ist halt auch wieder ein Spaßfahrzeug, also hier muss man jetzt abwägen, ist es euch wert, ja, so ein Spaßfahrzeug für über 1 Million Dollar zu kaufen, und da müsst ihr halt entscheiden. Ich würde aber tatsächlich sagen, den kann man sich schon kaufen. Wie gesagt, ist ein Spaßfahrzeug, aber macht deutlich mehr Spaß als zum Beispiel dieser Inward Impershway Panzer. Also Ramp Buggy ist schon eine ziemlich lustige Sache, kann man machen. Dasselbe gilt eigentlich auch für den Rocket Voltic, der ist von 3,3 auf 2,2 reduziert, wobei es hier ja wirklich auch einige gute Alternativen gibt, die eben auch so einen Boost haben, wie zum Beispiel das Batmobile oder auch der Toreador, gibt es einige Fahrzeuge. Also Rocket Voltic kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde tatsächlich eher zu Nein tendieren. Dann haben wir zwei weitere Fahrzeuge, und zwar der Cargo Bob und der Jets im Cargo Bob. Und hier würde ich bei beiden tatsächlich eher Nein sagen. Also, ja, ist jetzt nicht so, dass man den unbedingt braucht. Klar, man kann damit 10 Leute transportieren, das ist schön und gut, aber muss nicht unbedingt sein. Und hier zahlt ihr immer noch über 1 Million. Und zum Schluss natürlich noch die Immobilie im Angebot, und zwar der Nachtclub, der ist auch um einiges reduziert, klare Sache, wer noch keinen Nachtclub besitzt, sollte auf jeden Fall zuschlagen, so wie generell bei Immobilien, also ganz klares Ja. Schreib mir in die Kommentare, was du dir in dieser Woche von diesen Angeboten schon gekauft hast oder was du dir noch kaufen wirst, wenn es dir gefallen oder geholfen hat. Lass ganz kurz ein Like da, für mich und für den Algorithmus würde mir sehr, sehr helfen. Lass ein Abo da, Road to 50k, mach die Glocke an, dann verpasst du keine Videos oder Livestreams mehr. Und jetzt bin ich raus, auf Instagram läuft noch ein Gewinnspiel, also wenn du Bock hast auf 2x250 Millionen Dollar, geh auf Instagram, venom.aims, auf das allerneueste Foto. Dort kannst du so oft kommentieren, wie du willst, und alles ist dort genau beschrieben. Haut rein, Freunde, macht's gut und ciao, ciao.